Los geht's! Hi zusammen, Marco von Huawei Blog hier und seit langer Zeit mal wieder ein Video von uns. Ihr wisst, besondere Anlässe, besondere Ereignisse, da hauen wir auch schon mal ein Video raus. Was ist der besondere Anlass? Der besondere Anlass ist HarmonyOS bzw. die Pressekonferenz, die Huawei vorgestern zu diesem Thema und zur Vorstellung neuer Geräte abgehalten hat. Im Nachgang zu dieser Pressekonferenz gibt es definitiv noch einige offene Fragen, viele Fragen, die ihr uns auch in der Community gestellt habt, einer der meistkommentierten Beiträge dort. Ich habe mir die ganzen Fragen in den letzten beiden Tagen einfach mal angeschaut, habe auch ein bisschen nachgefragt, nachgehört und würde in diesem Video versuchen, eure häufigsten Fragen rund um das Thema HarmonyOS zu beantworten. Dazu gehen wir auf folgende Punkte ein. Zuerst mal würde ich euch sagen, wie bekommt man aktuell HarmonyOS? In einem weiteren Schritt dann, welche Geräte sind seitens Huawei momentan vorgesehen, sowohl im Heimatmarkt China als auch vielleicht global. Sprich, kommt überhaupt HarmonyOS auch zu uns? Dann das Thema, was sicherlich auch ganz viele beschäftigt oder was auch die Medien in den letzten Monaten immer beschäftigte, Huawei HarmonyOS, eigenständiges Betriebssystem oder doch einfach nur ein Android Fork, also ein, einige bezeichnen es als Abklatsch, Kopie, wie auch immer. Auch darauf wollen wir eingehen. Und last but not least natürlich ein paar erste Eindrücke von HarmonyOS auf dem Gerät. Ich selber habe es auf zwei Geräten installiert und würde euch einfach einige Funktionen dazu zeigen. Kommen wir aber zuerst dazu, wie man HarmonyOS bekommt. Ich habe das hier installiert, unter anderem auf dem Huawei Mate X2 und auf dem Huawei Mate 30 Pro 5G. Also Geräten mit chinesischer Firmware. Und genau das ist es. Ihr bekommt momentan nur HarmonyOS als offizielles Beta-Update, wenn ihr ein Gerät mit einer chinesischen Firmware habt. Diese Firmware wird abgefragt, bevor ihr die Installation vornehmen könnt, so wie wir es auch von den Beta-Tests hier bei uns in Deutschland, Westeuropa kennen, wo eine bestimmte Firmware Voraussetzung ist. Ist diese nicht registriert bei Huawei, dann funktioniert das Update nicht. Heißt nochmal Klartext, nur Geräte mit chinesischer Firmware können momentan an dem Beta-Test für HarmonyOS teilnehmen. Wer ein Gerät hier für den europäischen, deutschen Markt gekauft hat, wird nicht in der Lage sein, HarmonyOS in der Beta momentan zu bekommen. Solltet ihr aber in der glücklichen Lage sein, eine chinesische Firmware zu haben, dann geht ihr wie folgt vor. Ihr öffnet auf eurem Huawei die recht neue My Huawei App. Dort findet ihr direkt auf der Startseite den Aktualisieren-Button, der euch zum HarmonyOS Beta-Update führt. Dort wählt ihr, man hat das Ganze nochmal überarbeitet, vereinfacht, den obersten Punkt aus und könnt jetzt eure Gerätekategorie auswählen. Habt ihr zum Beispiel, wie ich hier, ein Mate X2, dann drückt ihr hier den obersten blauen Button. Sobald ihr den Button geklickt habt, seht ihr ganz viele Informationen, die natürlich alle auf Chinesisch sind, die euch mehr Informationen, Hintergründe, sicher auch Warnungen etc. zu dem Update geben, die ihr euch natürlich via Übersetzer auf jeden Fall durchlesen solltet. Soll es ja den einen oder anderen geben, ungeduldig sein, dann ist entscheidend immer unten den blauen Button drücken und schon seid ihr hier am letzten Schritt. Und beim letzten blauen Button könnt ihr ein Profil herunterladen. Wenn ihr das macht, dann wird dieses installiert. Ihr bekommt dann im Anschluss auch die Bestätigung. Geht jetzt bei mir nicht mehr, weil ich das Update schon durchgeführt habe,
Sobald diese Installation abgeschlossen ist, könnt ihr ganz normal über die Funktion Softwareaktualisierung das Upgrade auf HarmonyOS durchführen. Euch wird dann dort, wie auch gewohnt, ein neues Update angezeigt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Welche Geräte bekommen HarmonyOS? Der gesamte Launch, den Huawei abgehalten hat, der war doch diesmal wenig global geprägt, sondern sehr chinesisch fokussiert. Das hat man daran gemerkt, dass die Pressekonferenz nicht auf Englisch war. Es gab zwar einen live synchronisierten Stream auch in englischer Sprache und auch in deutscher Sprache, aber grundsätzlich haben die handelnden Akteure nicht wie gewohnt auf den globalen Launch-Events Englisch gesprochen, sondern in ihrer Heimatsprache. Auch Preisangaben wurden grundsätzlich nicht in Euro, sondern in der chinesischen Währung angezeigt. Das ist vielleicht so ein bisschen Indiz, dass nicht all das, was diesmal präsentiert wurde, in gleichem Maße global übertragbar ist, wie es auf früheren Pressekonferenzen war. Bei den HarmonyOS-Geräten wurde konkret im Zeitplan darauf eingegangen, dass jetzt ab sofort, so wie gerade gesehen, die Geräte der Mate 40-Serie, der P40-Serie, der Mate 30-Serie und MatePad Pro dran sind, sowie das Huawei Mate X2. In einem weiteren Schritt, im dritten Quartal 2021, soll dann die Mate 20-Serie, Nova 678-Serie, MatePad und Mate XS dazukommen. Im vierten Quartal dann die P30-Serie, Mate 20X, MediaPad M6 und in China, auch das ein Indiz, dass das doch sehr fokussiert auf den chinesischen Markt war, die V- und S-Serie, das sind die Smart Screens, also die TV-Geräte, die Huawei dort auf dem chinesischen Markt schon präsentiert hat. Und ganz spannend, im ersten Halbjahr 2022 kommen dann ältere Geräte hinzu. Das war eine echte Überraschung und hat für einige Fragen, Diskussionen auch ein bisschen Freude gesorgt. Da waren so Geräte dabei wie die Mate 10-Serie, die P20-Serie, Nova 5, Mate 9, P10 und auch MediaPad M5-Serie. Über das Pro bis zu den beiden Leitgeräten mit 8 Zoll und 10 Zoll. Die große Frage dabei ist, trifft es auch für uns zu? Für den chinesischen Markt alles kein Problem, denn dort gibt es seit jeher keine Google-Mobildienste, keine Google-Apps. Bei uns gibt es die schon. Und auf Nachfrage sagt Huawei momentan, dass es derzeit keine Planung gibt. Was immer das heißt. Es gibt keinen Plan, es gibt kein Datum, wann eine Beta startet, wann eine Markteinführung global, sprich auch für uns hier in Deutschland, geplant ist. Keine Informationen. Das Ganze kann durchaus auch darauf hinauslaufen, dass HarmonyOS, so wie es in der Pressekonferenz vorgestellt wurde, nicht global präsentiert wird. Ich gehe fest davon aus, dass die Geräte, die bei uns als HMS-Geräte, also eh schon ohne Google-Dienste verkauft wurden, das wären die Mate 30 oder Mate 30 Pro, P40, P40 Pro und die jetzt aktuelle Mate 40-Serie, dass die relativ sicher HarmonyOS bekommen. Bei allen anderen Geräten, die schon Google-Dienste installiert hatten, könnte das durchaus ein Problem werden mit den Google-Lizenzen. Denn für bestimmte Google-Versionen oder Android-Versionen wurden Lizenzen erworben. Deshalb können auf den Geräten auch die Google-Services ja weiter benutzt werden. Das gilt aber nur für die Android-Versionen. Nicht für neuere Android-Versionen oder gar HarmonyOS. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin da auch weder Patentanwalt noch sonst irgendwas. Aber hier an der Stelle muss ich wirklich die Freude noch drüben und ein riesengroßes Fragezeichen dahinter setzen, ob das, was in der Pressekonferenz für ältere Geräte und insbesondere für alle Geräte, die bei uns mit Google-Diensten verkauft wurden,
ob die tatsächlich auch HarmonyOS bekommen können. Wir werden da sicher dranbleiben. Mal gucken, was es da gerade im zweiten Halbjahr noch gibt seitens Huawei. Bis dahin, es gibt nichts Konkretes. Das bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt. In den letzten Wochen und Monaten wurde viel über HarmonyOS geschrieben. Huawei sagt natürlich, das ist ein eigenes Betriebssystem. Viele Medienvertreter sagen, das ist nur eine Android-Kopie, das ist nur ein Abklatsch, das ist ein Fork, wie man so schön sagt. Ich denke, irgendwo die Wahrheit liegt genau dazwischen, beziehungsweise beide Seiten haben irgendwo recht. Einerseits ist Android in der AOSP-Variante, nämlich Android Open Source Project, eine Open Source Software. Diese Software kann man nehmen und kann mit dieser Software arbeiten. So, wenn ich diese Software nehme und damit arbeite und gravierende Punkte ergänze, Funktionen neu hinzufüge, Optimierungen speziell auf meine Hardware vornehme, dann kann man das durchaus als eigenes Betriebssystem bezeichnen. Ich versuche es mal wieder mit einem Vergleich, bitte nicht schlagen, alle Vergleiche hinken, ähnlich wie bei Linux. Es gibt bei Linux verschiedene Versionen, Distributionen, Derivate, wie Red Hat, SUSE, da wird auch keiner behaupten, dass das das Gleiche ist, sondern alle Fachleute sagen, das sind unterschiedliche Softwares, die zwar auf dem gleichen basieren, auf dem gleichen Grundkern, aber ganz anders, ganz eigenständig entwickelt wurden. Und ich denke mal, das ist für denjenigen, der nicht Software-Ingenieur, Entwickler ist, der nicht so in die Tiefe geht, die treffendste Beschreibung. Die Basis ist Android als Open-Source-Software. Das, was Huawei dann draufsattelt mit seinen Funktionen, das, was ich auch schon seit Jahren sage bei den EMUI-Oberflächen oder auch Oberflächen anderer Hersteller, das ist nicht mehr wie noch vor 5-6 Jahren nur eine grafische Nutzeroberfläche oder mal die eine oder andere eigene Hersteller-App hinzugefügt. Das geht mittlerweile deutlich tiefer ins System und spätestens gleich, wenn ich euch die ein oder andere Funktion von HarmonyOS in den ersten Eindrücken zeige, dann wird, glaube ich, deutlich, dass da nicht nur grafische Oberfläche ist, sondern dass diese ganzen Suchfunktionen doch tiefer ins System gehen, dass das deutlich stärker auf die eigene Hardware abgestimmt ist, als es mit purem Android oder eben Android mit Google Mobile Services ist. Was ich damit meine, will ich euch hier zeigen, auch anhand der ersten Eindrücke von eben HarmonyOS. Hier am Beispiel des Huawei Mate X2. Wir haben zum einen anderen Homescreen. Auf dem Homescreen ist es jetzt so, wenn ihr von der rechten Seite runterstreicht, ich muss das mal langsamer machen, dann seht ihr hier das Steuerfeld. In diesem Steuerfeld findet ihr wie gewohnt die ganzen Schnellfunktionen, Schnellzugriffe, hervorgehoben dabei das WLAN und die Bluetooth-Verbindungen. Darüber hinaus hier einen Wiedergabebereich für Musik. Das Ganze funktioniert recht gut, nicht nur mit der Huawei-eigenen Musik-App, sondern hier wird zum Beispiel auch Spotify unterstützt. Im unteren Bereich seht ihr die über Huawei AI Live verbundenen Geräte. Das sind bei mir die FreeBuds, FreeBuds Studio, FreeBuds 4, die ihr darüber direkt aufrufen könnt. Und das, was man in der Pressekonferenz besonders gezeigt hat, eben das Thema Super Device, wo ich eine Aufgabe vom Smartphone auf ein anderes Gerät via HiLink, OneHop entsprechend übergeben kann. Hier allerdings auch wieder das Problem, bei uns gibt es noch nicht so viele Geräte, die eben diese Kategorie Plus 8 oder vor allem dann auch Plus N unterstützen. Ganz konkret bei mir ist es nur das MateBook, was unterstützt wird, wo ich dann eben durch ein kurzes Ziehen, wenn das MateBook hier auftaucht, in die Mitte die Verbindung herstellen kann, die ich vorher über OneHop hergestellt habe, um dann zu dieser Multiscreen-Collaboration, diese Multiscreen-Zusammenarbeit zu kommen.
das war's bei uns. Viel mehr geht da nicht. Weder der Sound X, den ich hier habe, mit europäischer Firmware wurde gefunden, wurde unterstützt. Auch nicht die einzelnen Audiogeräte wurden hier unterstützt. Die werden ja automatisch erkannt durch die Trageerkennung. Sondern hier geht es wirklich um Geräte, vor allem mit Screens, dass ich Aufgaben weitergeben kann. Ich bin davon überzeugt, dass das Ganze auch mit Tablets funktioniert. In China natürlich dann mit den Smart Devices, sprich den TVs. Bei uns eine Funktion, ja, funktioniert super bei der Übergabe zum MateBook, aber aufgrund der doch sehr wenig vorhandenen Geräte ist die Funktion nicht ganz so super, wie sie mit Sicherheit auf dem heimischen Markt in China mit viel größerer Gerätevielfalt vorhanden ist. Wenn ich jetzt zur Benachrichtigungsleiste will, muss ich einfach auf der linken Seite runterziehen. Da sind dann wie gewohnt meine Benachrichtigungen. Ihr seht hier die Bildschirmaufnahme, die ich parallel für das Video mitlaufen lasse. Und natürlich auch alle anderen Benachrichtigungen werden hier in gewohnter Art und Weise angezeigt. Was, jetzt kommen wir wieder zur Optik, natürlich auch auffällt, dafür gehe ich mal in die Einstellungen, ist dann doch diese Gliederung in verschiedenen Gruppen. Diese leicht abgerundeten Einstellungsbereiche, die durchaus an das Betriebssystem eines anderen Herstellers erinnern. Dazu sage ich persönlich nur, ja, wenn es sich bewährt hat, wenn es gut ist, dann ist mir persönlich relativ egal, ob es kopiert ist. Umgekehrt denke ich mir dann aber auch immer, man sollte nicht ganz so viele Vergleiche ziehen zum eigenen Vorteil, wenn man dann doch von anderen vieles auch übernimmt, was ja offensichtlich gut ist. Und damit will ich es an der Stelle auch belassen. Was ich noch ganz cool finde, ist die Funktion der Snippets. Snippets, das ist folgendes. Ihr seht, unter einigen Apps gibt es so einen Strich, der da drunter ist. Das ist hier zum Beispiel MeTime. Wenn ich da kurz nach oben ziehe, habe ich hier ein sogenanntes Snippet. In meinem Fall habe ich hier eine Kurzwahl hinterlegt, sodass ich durch Hochwischen direkt hier einen Anruf meines bevorzugten Kontaktes vornehmen kann. Das Ganze funktioniert auch bei weiteren Apps, natürlich nur bei Huawei-Apps. Ich muss hier mal auf meine Werkzeuge gehen. Da wäre zum Beispiel der Kalender. Ich ziehe den hoch und bekomme hier eine, ja, man könnte auch sagen Quick-Info oder wie auch immer. Auch bei der AI-Live-App funktioniert das Ganze. Oder natürlich auch bei Kontakten, wo ich bevorzugten Kontakt entsprechend hinzufügen kann. Was an der Stelle ganz cool ist, wenn ich das Ganze hochziehe, kann ich dieses Snippet auch direkt anpinnen. Ah, jetzt habe ich es nicht erwischt. Anpinnen. Dann wird das Ganze wie ein Widget auf meinem Homescreen abgelegt. Und wenn ich da drauf klicke, dann habe ich die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Snippets, hier gibt es jetzt leider nur das eine, auszuwählen. Bei anderen Snippets gibt es verschiedene Formen, verschiedene Inhalte, sodass ich da dann im Grunde über dieses Snippet entsprechend, hier seht ihr das beim Kalender, da gibt es das, was ich gerade hinzugefügt habe, ein breiteres, hier dann eine Übersicht, sodass ich hier die Möglichkeit habe, schnell auf Widgets zuzugreifen. An und für sich eine ganz praktische Funktion, die das Arbeiten mit dem Smartphone nochmal schneller, nochmal einfacher und nochmal individualisierbarer macht. Diese Snippets kann ich dann auch, nächste Funktion am Homescreen, aufrufen, indem ich von unten nach oben streiche. Da habe ich dann eine Übersicht über My Snippets und habe hier Notizen, Uhr, habe hier in dem Fall das Wetter, hier unten meine Health App, Tipps des Tages und kann hier auch auf Entdecken gehen. Hier in dem Fall natürlich noch alles sehr chinesisch gehalten. Wie schon gesagt, sollte Harmonies nach Deutschland kommen oder global erscheinen, dann ist davon auszugehen, dass hier das Ganze natürlich noch etwas globaler angepasst wird. Noch eine weitere Funktion,
die ihr hier mit HarmonyOS habt, ich wollte es eigentlich löschen, das ist die Möglichkeit, Ordner zu verändern. Ihr könnt Ordner vergrößern. Ihr habt das Ganze hier an meinem Office Cloud Ordner gesehen. Ich kann den vergrößern, verkleinern und habe dann die Möglichkeit, wenn ich die große Version ausgewählt habe, direkt auch die Anwendung zu starten. Ich muss also nicht erst Ordner öffnen, dann Anwendung starten, sondern kann das Ganze direkt machen. Auch hier wieder eine Möglichkeit der Individualisierung des Smartphones, der persönlichen Nutzung, die da sicherlich ganz hilfreich ist. Hier auf dem Mate X2 gibt es das Ganze nicht bei der Kamera. Da könnte ich es euch hier auf dem Mate 30 noch zeigen. Da haben wir das hier auch. Da kann ich direkt auswählen, möchte ich jetzt ein Foto machen, ein Video, Porträtaufnahme, Selfie. Also da lässt sich vieles noch hinterlegen, vieles individualisieren. Und ich denke mal, wir sind ja auch mit HarmonyOS hier immer noch im Beta-Stadium. Da wird noch einiges kommen. Was insgesamt auffällt bei HarmonyOS ist natürlich, dass es sehr, sehr flüssig läuft, sehr performant, ja, kleiner Hänger, performant läuft. Das dürfte natürlich daran liegen, dass man hier die Möglichkeit hat, die Firmware ideal auf die eigene Hardware abzustimmen. Also genau das, was zum Beispiel auch der große Vorteil von Apple mit iOS ist, wo man, wenn man rein die technischen Daten der verbauten Hardware vergleicht, oft feststellen muss, boah, da ist Apple aber hinten dran. Macht aber nichts. Wenn ich die durch die Software ideal abgestimmt habe, dann sehen wir, dass auch ältere Geräte mit aktuellem Betriebssystem noch sehr, sehr flüssig und performant laufen. Ich denke, genau das will Huawei auch erreichen und genau deshalb unterstützt man auch diese alten Geräte, über die ich eben gesprochen habe, zumindest in China. Und man hat sich hier wohl doch einiges mehr abgeguckt bei anderen, was man jetzt in der Zukunft umsetzen muss. Der Fokus soll ganz klar auf Software liegen. Wie das Ganze dann konkret aussieht, tja, das werden wir wohl abwarten müssen, denn hierzu gibt es für den deutschen europäischen Markt noch nichts Konkretes. Tja, am Ende von so einem Video oder von so einer Berichterstattung soll ja auch immer ein kleines Fazit stehen. Das Fazit hier ist tatsächlich so etwas bremsende Euphorie. Ja, die Beta von HarmonyOS, die macht Spaß. Sehr performant, schöne neue Funktionen und, wie ich immer so gerne sage, bietet noch einiges an Potenzial. Aber das, was wir hier in der PK, in dem Launch-Event gesehen haben, ist möglicherweise nicht 1:1 auf Deutschland, auf Europa, auf den globalen Markt übertragbar. Hier bleibt wirklich abzuwarten, was uns Huawei da in den nächsten Wochen, Monaten präsentiert, in der Hoffnung, dass man hier kommuniziert und uns nicht auf die lange Bank schickt. Denn man muss auch sagen, wenn Huawei so hohe Ansprüche an sich selber hat, zugegebenermaßen momentan unverschuldet in einer kritischen Situation ist, dann sollte man dennoch nicht die Kunden lange im Unklaren lassen, sondern muss hier, wenn man Kunden halten will, wenn man mit den eigenen Produkten und der eigenen Software überzeugen will, mit offenen Karten spielen. Das ist meine Hoffnung, das ist meine Bitte und wir werden, wie ihr es gewohnt seid von uns, an dem Thema natürlich auch dranbleiben. Also, lest regelmäßig bei Huawei Blog, schaut bei uns rein, schaut in unsere Community und vielleicht, wenn euch mein Gelaber gefallen hat, dann hinterlasst unten einen Daumen hoch, vielleicht ein Abo und gerne auch einen Kommentar. Ich hoffe, euch haben die Infos gefallen. Ich sage ciao, bis dann, euer Marco.